Ja, erstmal Glückwunsch an Wien Wiesbaden zum Erreichen der letzten Runde. Ja, ich glaube, wir haben über die gesamte Zeit ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. In der ersten Halbzeit war ich mit unserem Spiel nicht zufrieden. Da haben wir zu viele lange Bälle gespielt, aber im Spielaufbau nicht so in den Räumen, wie wir das bisher waren. Ja, trotzdem immer so halbe Möglichkeiten, auch der lange Ball von Semi allein aufs Tor geht und so. Situation, wo so der letzte Tick, die letzte Klarheit gefehlt hat. Ja, und dann war es ein offener Schlagabtausch, eine Schlacht. Wir haben kurz vor Ende der 90 Minuten nochmal zwei dicke Möglichkeiten durch Henk Fährmann. Wien hatte aber auch immer wieder Möglichkeiten. Ich glaube, es hätte in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Und am Ende hat Wien dann in der Nachspielzeit die erste und dann nochmal eine Chance genutzt zum 3-1. Wir haben nie aufgegeben. Ja, bis zum Schluss gefightet, auch das 3-2 gemacht, dann mit vielen langen Bällen, nochmal mit der Brechstange versucht, ein, zwei Mal so dieser letzte Meter, dieser letzte Tick gefehlt, um das wirklich nochmal zu drehen. Wir sind wirklich bis an unsere Grenzen gegangen. Ja, ich glaube, ein mitreißendes Spiel für die Zuschauer. Das ist, glaube ich, das, was den Pokal ausmacht, dass es wirklich hin und her geht. Wir haben das angenommen. Gehen der erhobenen Hauptes raus, weil wir, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht haben gegen guten Gegner. Und ja, können, glaube ich, sagen, dass man so verlieren kann, auch wenn das nicht schön ist, auch wenn es ein bisschen wehtut. Erkennen wir auch die Leistung des Gegners an. Harte Schlacht, die Wien heute gewonnen hat.